Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und nein, es ist nicht OMSI 1 oder auch nein, es ist nicht Lotus. Es handelt sich hierbei um eine etwas anderen Simulation, eine Nahverkehrssimulation, die nicht aus Deutschland kommt, sondern das Ganze wird gerade fabriziert in Tschechien. Und es handelt sich hierbei um den SIMT-MHD-Simulator. Ein Nahverkehrssimulator, der wie gesagt jetzt hier auf die Beine gestellt wird, seit vielen Jahren schon in Entwicklung ist und stetig weiterentwickelt wird. Und wir werden uns das Ganze, wie gesagt, heute mal angucken und in den nächsten Folgen, denn hier ist nicht nur Bus möglich, sondern wir können hier auch mit Straßenbahn fahren oder aber auch mit einem Trolleybus. Und das Ganze, wie gesagt, das werden wir uns hier so ein bisschen anschauen. Die Schwierigkeit hier bei der Simulation ist halt diese, ja, dass das Ganze halt in Tschechisch ist. Es gibt keine englische Lokalisierung oder sowas, ja, oder geschweige eine deutsche. Das bedeutet, ihr müsst euch hier wirklich, wirklich, wenn ihr Bock drauf habt, euch da so ein bisschen durchkämpfen. Ja, am besten euch da so einen Google Translator besorgen und dementsprechend das Ganze mal so ausgoogeln, ja, was das Ganze denn so bedeutet, was ihr wo irgendwie einstellen müsst oder sowas, und dann funktioniert das Ganze. Ihr könnt, wenn ihr den SIMT-MHD-Simulator testen wollt, natürlich eine kostenlose Version runterladen. Da habt ihr eine Buslinie oder zwei Buslinien, dann habt ihr ein, zwei Busse dabei, wo ihr das Ganze schon mal testen könnt. Allerdings, wenn ihr Straßenbahn fahren wollt oder aber ihr jetzt zum Beispiel zum Trolleybus jetzt unterwegs sein möchtet, dann müsst ihr Geld bezahlen. Und das ist anders als wie jetzt bei unseren Simulatoren, die wir jetzt hier zum Beispiel kennen, dass wir einen festen Preis bezahlen. Hier müsst ihr so eine Art Abo abschließen, da bezahlt ihr für 3 Monate irgendwie 6,99 € und das staffelt sich dann immer weiter hoch. Ich glaube, das geht bis zu 4 Jahre. Ja, aber das ist dann auch nicht viel Geld. Ich glaube, 4 Jahre kosten dann irgendwie 44 € oder sowas und dann habt ihr 4 Jahre eigentlich Ruhe, bis das Ganze hier weiterentwickelt wird und so weiter und so fort. Ich war jetzt auch auf der Facebook-Seite, hab da mal geschaut, ob da wirklich noch dran getüftelt wird, und der letzte Eintrag, der war jetzt noch im April gewesen. Also hier wird auf jeden Fall, ja, noch schwer dran gearbeitet, denn da werden Bilder gepostet, wie sie hier was überarbeitet haben und da und so weiter und so fort. Also die Simulation hier an sich, SIMT-MHD, ist auch noch nicht fertig, aber wir sehen schon, wir haben hier eine KI, wir haben hier einen Fahrplan und so weiter und so fort, und das werden wir uns jetzt, wie gesagt, jetzt dementsprechend alles mal so ein bisschen anschauen und natürlich in den nächsten Folgen, denn wie gesagt, Straßenbahn fahren könnte schon eine geile Sache werden. Ihr seht aber, die Grafik, die ist schon ein bisschen altbacken, deswegen sagte ich ja OMSI 1, ja, es war schon richtig gewesen, dass ich OMSI 1 betont habe, denn das Ganze, wie gesagt, sieht natürlich ja nicht mehr up-to-date aus, ist nicht mehr der neueste Stand, wie wir ihn kennen, aber dafür, er läuft super flüssig. Mich erinnert das Ganze so eher, könnt ihr euch noch daran erinnern, der V-Bus-Simulator, den ich für euch vor, ja, ich glaube letztes Jahr gezeigt hatte, das sieht so ein bisschen aus wie der Nachfolger davon. Ja, werden wir auch gleich sehen, warum, weil sich das Ganze halt einfach so anfühlt. Wir werden mal jetzt hier mal kurz gucken. Wir haben jetzt noch 1 Minute. Von daher werden wir jetzt mal den Bus starten. Und werden das Ganze dementsprechend jetzt mal einstellen. So, jetzt mal kurz mal hochbooten. So, da haben wir das Ganze. Licht an. So, wir fahren jetzt mitten in der Nacht, weil, ja, hier gibt es keine Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel einstellen könnt, welche Uhrzeit ihr haben wollt, sondern der nimmt die reale Uhrzeit, ja, die vorhanden ist, und damit müsst ihr dann halt dementsprechend fahren. Denn, ne? Also wenn es jetzt hier wirklich nachts ist, dann ist auch wirklich nachts hier im Spiel. So, na denn. On Tour. Ihr seht hier, ploppt hier so ein bisschen auf. Und ja, ihr könnt euch mal euer erstes Bild davon machen. Wir fahren jetzt hier wahrscheinlich mitten in der Nacht auch keine Fahrgäste wirklich mit. Ja, also das ist es. Ihr seht zum Beispiel, die ganzen Armaturen, die funktionieren nicht. Das ist alles bloß Deko. Das Einzige, was sich halt wirklich bewegt, ist das Lenkrad. Sonst haben wir ja dieses komplette HUD, was ihr jetzt zum Beispiel unten rechts seht. Ne?
Und darüber wird das Ganze dann dementsprechend gesteuert. Das alles sind so diese Sachen, die mich dann halt wirklich an den V-Bus-Simulator von damals so ein bisschen erinnern. Der war nämlich ja damals genauso aufgebaut gewesen wie der jetzt hier. Auch mit den ganzen Pfeilen und sowas, ne? Wo er dich dann praktisch so durch die Stadt gelotst hat, ja, die ja damals ja vorhanden war. Also das sind auf jeden Fall Parallele da, dass man sich praktisch irgendwie ein bisschen zunutze gemacht hat. Und hat das Ganze dementsprechend ein bisschen grafisch aufgewertet als wie damals. Aber so im Großen und Ganzen, ne, sieht das halt schon so aus, wie es jetzt hier ist. Wie gesagt, packt euch auch unten alles in die Videobeschreibung mit rein. Ja, da könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend selbst mal angucken, falls ihr da aber Bock drauf habt, einfach mal eine Busrunde zu fahren oder sowas. Funktioniert ganz gut. Wie gesagt, das Einzige, was ich euch da empfehlen kann, ist wirklich da euch so einen Google Translator zu besorgen, irgendwie für das Smartphone oder sowas. Ja, dann klappt das Ganze schon. Dann wisst ihr auch, was ihr einstellen müsst. Ich spiele das Ganze mit dem Lenkrad, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir die Straßenbahnlinie hier. Ihr seht auch, wie sich das Ganze extrem spät erst aufploppt. Aber es läuft halt dafür flüssig. Ne? Also muss man jetzt Abstriche machen. Ne? Da kommt die Straßenbahn. Das ist zum Beispiel auch alles, was in der kostenlosen Version fehlt. Ne? KI-Fahrzeuge und sowas. Die habt ihr natürlich da nicht mit drin. Ne? Hier gibt es sogar Lichthupe, denn, ja, falls, ja. Falls irgendwer entgegenkommt. Jetzt gerade, wie gesagt, der Straßenbahner hat es jetzt nicht gemacht. Aber wenn du mit der Straßenbahn unterwegs bist, dann machen die sogar Lichthupe und alles sowas. All das ist schon eine ziemlich coole Variante. Oben links sehen wir zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit. Darunter ja, sehen wir den Timer, der darunter läuft. Das ist unsere aktuelle Zeit. 0 Fahrgäste, 16 Grad außen und ja, 17 Grad im Bus. Ich kann sogar hier ein bisschen nach hinten gucken, ja. Weil, wie gesagt, wir haben ja auch keine Spiegel. Ja, und so sieht das Ganze eigentlich dementsprechend aus. Das ist auch schön, dass er gerade unser Ziel auch nicht schildert. Geht ja eigentlich alles hier unten drunter, aber ihr seht halt schon, ne? Also man kann das Ganze echt nicht aussprechen, irgendwo groß. Das funktioniert hier leider alles nicht. Da sitzt du dann wirklich dann echt die ganze Zeit mit dem Handy davor oder sowas und versuchst das Ganze halt praktisch zu enträtseln, was es bedeuten soll. Denn ihr seid der Sprache natürlich mächtig, ja? Dann klappt das natürlich, ja? Dann ist es natürlich von Vorteil. So, aber ihr schaut's, ne? Es ist schon spät, wir haben kaum Fahrgäste mit dabei. Wir können auch nicht so wirklich in den Bus rein, ne? Können wir hier halt so ein bisschen so gucken, ne? Von den Modellen her. Es gibt, glaube ich, insgesamt 4 Fabrikate. Es gibt halt hier den Iveco Solaris ist mit dabei. Wir haben irgend so ein russisches Fahrzeug mit dabei. Und ich weiß gar nicht, was das andere für ein Bus ist. Auf jeden Fall ist noch Tatra mit dabei. Skoda ist mit dabei. Als Straßenbahntyp. Und ja.
weil wir die Tür zu früh aufmachen. Ja, hier seht ihr zum Beispiel, wir fahren die O-Busse lang, ne? Am Oberleitung, aber keine Schienen. Das ist so eine große Einkaufspassage hier. Eine Fußgängerzone hier, wo wir hier so lang brechen gerade. Ja, immer zu früh die Tür auf. Das ist es auf jeden Fall. Das ist SIMD-MHD. Wie gesagt, jetzt ist natürlich ein bisschen wenig los. Wir müssen mal irgendwie mal gucken, dass wir das einmal am Tage aufnehmen. Da hat sich damit jetzt nicht gerechnet, dass die Uhrzeit jetzt auch noch eine große Rolle spielt hier. Oh, hoffentlich geht hier auf hier. Enter geht's auf. Alles klar. Und so sehen wir zum Beispiel schon die Tatra, ne? So, das war unser Fahrplan. Können wir zum Beispiel als 22 weiterfahren oder als 20? So, jetzt haben wir den neuen Fahrplan hier zum Beispiel drin, ne? Und der würde jetzt sagen, wir müssten jetzt hier zurückfahren. Ah, guck mal, jetzt hat er auch das Ganze jetzt mal geschildert hier. Na, also. Oh, was ist das? Das sollte nicht passieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist mal so ein kleiner Einblick mal in eine neue Simulation, die wir so bis dato ja noch nicht auf dem Schirm hatten. Mal ganz kurz mal hier gucken. So, kurz mal bestätigen das Ganze. Ja, eine Simulation, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Ich werde jetzt auf jeden Fall zumindest die 3 Monate, für die ich das Ganze jetzt erstmal geholt habe, das ist auch das Minimum, was du holen kannst, 3 Monate, werden wir uns auf jeden Fall mal ein paar Videos davon mal anschauen, werden wir gucken, werden wir mal verschiedene Tageszeiten auch mal probieren, werden mit Straßenbahn, mit Bus fahren, mit O-Bus fahren und alles sowas. Da werden wir auf jeden Fall mal die komplette Palette mal versuchen durchzusuchten, durchzuspielen. Dementsprechend mal hier auch so ein bisschen mal was von Sim zu zeigen, auch im deutschen Raum halt mal zu zeigen. Ich habe halt viele tschechische Videos gefunden oder sonst irgendwas. Tutorials findest du gar nicht groß. Also da muss man halt sich halt wirklich ein bisschen durchkämpfen. Ja, aber an sich so, wie gesagt, Lenkrad funktioniert mit dem Logitech G29. Habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt. Wie gesagt, wenn man es dann halt weiß, wo man was einstellen muss, dann klappt das Ganze halt auch richtig gut. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns mal eine Straßenbahn angucken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann einfach mal einschalten. Allerdings wird das jetzt zu der gleichen Uhrzeit stattfinden. Hoffen wir mal, dass wir da zumindest Fahrgäste dabei haben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss!